I'm extremely delighted that Minister of Finance, Dr. Wolfgang Schäuble, has this year again, I would like to add, kindly accepted our invitation to speak at the EBC. Mr. Schäuble, at your keynote speech in 2009, you reminded us that the theme chosen back then, quote unquote, after the crisis, may have been premature and that the crisis continued. Today, we know that the crisis did continue, and that in the form of the debt crisis, the situation has probably even worsened beyond expectations. Just 1 year ago, no one of us would have believed that in the course of the following months, European states would come under such severe distress. More than many others in the political and financial community, you look back at a year of tough decisions and tense negotiations, efforts which are greatly appreciated in the financial world and beyond. And we all know that your contribution in solving these very important issues are very, very important and tremendous. Dr. Schäuble, we are very much looking forward to your speech. Let me just add two things. First of all, Mr. Schäuble will be willing to take a few questions at the end, and he would speak in English, so please put on your instruments in order, those who do not speak the German language. Sorry? Yes? Oh, I see, it's English. No, in German, sorry. Otherwise, I wouldn't have said it. Okay. Thank you very much for preparing yourself. Mr. Schäuble, the floor is yours. Thank you, Mr. Ackermann. Ladies and gentlemen, I would ask myself whether I should speak in English or in German. If I would speak in English, I would have a good excuse after my speech, because I could, any misunderstanding of my speech, I could say it's on behalf of my poor English knowledge. But I would like to prefer to be clear and to have no excuse, and therefore I will do it in German. Sie können heute Morgen, wenn Sie die Zeitungen aufschlagen, den Wirtschaftsteil und Zeitungen anschauen, dann können Sie lesen, dass der Druck auf die Europäische Zentralbank wächst. Und Sie können lesen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika inzwischen die 15-Billionen-Grenze ihrer Staatsverschuldung überschritten haben. Ich war gestern bei den Kollegen von der Versicherungswirtschaft. Und deren große Sorge ist unter anderem, dass das Zinsniveau so nieder ist, während wir uns zum Teil mit dem Problem herumwagen, dass jedenfalls die Zinsen für manche Staatsanleihen außerordentlich hoch sind. Das eine passt zum anderen. Und meine Damen und Herren, deswegen ist es gut, dass Sie Ihrer Tagung in diesem Jahr die Überschrift The Big Shift gegeben haben. Und The Big Shift umschreibt ja doch, dass wir vor der Notwendigkeit stehen, uns vertieft und vielleicht klarer und deutlicher, als wir es in den letzten Monaten getan haben, darauf zu konzentrieren, was die Ursachen der Krisen sind. Und meine Damen und Herren, die Ursachen der Krisen, die wir seit 2008 erleben, in unterschiedlichen Formen, sind im Wesentlichen zwei oder zweieinhalb. Das eine ist ein Mangel an Regulierung. Die alte Erfahrung, dass ganz ohne Regulierung es nicht geht. Ralf Dahrendorf hat in einem seiner letzten Aufsätze, bevor er gestorben ist, davon geschrieben, dass wir vom extremen Pumpkapitalismus Abstand nehmen müssten. Ich glaube,
wir stehen vor der Situation, nicht nur im Bereich der Staatsverschuldung, dass wir zu einer größeren Zurückhaltung gegenüber dem Grundgedanken, dass Verschuldung im Grunde nahezu grenzenlos hilfreich ist, Abschied nehmen müssen. Also wir haben ein Übermaß an Schulden, wir haben als Folge deswegen die Probleme eines Übermaßes an Liquidität, das ist ja das, was die Versicherungswirtschaft auch plagt, das ist auch gar nicht neu, und wir haben einen Mangel an Regulierung, und deswegen müssen wir uns den beiden Bereichen zuwenden. Und ich glaube schon, dass wir ein Stück weit einen Paradigmenwechsel brauchen. Das ökonomische Leitbild der Chicago School, dass unregulierte Märkte stets dem Allgemeinwohl dienen und dass eigentlich unregulierte Märkte fast die einzige notwendige Voraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand seien, ist nicht mehr unbestritten, um es zurückhaltend zu sagen. Die kontinentale Alternative, jedenfalls aus der amerikanischen Sicht, dass man eben allenfalls mit ein marginales Wirtschaftswachstum auf eher regulierten Märkten haben, ist auch nicht die einzig richtige. Im Übrigen ist es ja so, wir müssen uns davor hüten, das Kind mit dem Bade auszuschütten in beiden Richtungen. Wenn ich mich mit meiner früheren Kollegin Christine Lagarde, wir sind beide Lawyer und nicht Economist, was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig ist, dann sagt sie immer, die Ökonomen, die sagen, on the one hand, on the other hand. Und sie tun sich schwer mit Entscheidungen. Deswegen will ich vorab auch gleich hinzufügen, das muss ich in diesem Kreis nicht lange sagen, aber Sie sollen wissen, dass das der Bundesregierung, dem Bundesfinanzminister natürlich klar vor Augen ist. Die Globalisierung bei allem, was bestritten wird, ist natürlich weltweit ein Wohlstandsprojekt. Und richtig verstanden und richtig gemacht bleibt sie es auch. Und ohne die Leistungsfähigkeit von globalen und leistungsfähigen Finanzmärkten wären die Wohlstandsgewinne in den Industrieländern, in den Schwellenländern nicht zu erreichen gewesen und im Übrigen die Entwicklungsländer ohne Chancen. Wir haben eine Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen. Und dieses so zu entwickeln, auch globales Wachstum so zu verteilen zwischen Advanced Countries, Emerging Countries und den Developing Countries, ist eine der großen Herausforderungen. Wenn wir die Welt im 21. Jahrhundert stabil halten wollen, wenn wir die Fehler vermeiden wollen, die unsere Vorfahren vor 100 Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg, so etwa vor 100 Jahren, 1911, nicht vermieden haben, dann müssen wir diese Dinge im Auge haben. Und deswegen geht es nicht darum, jetzt anstelle die Problemlösung darin zu suchen, dass wir das Gegenteil machen und dass wir sagen, das war alles falsch. Natürlich müssen wir die Besorgnisse der Menschen, die, wie heißt die Bewegung jetzt, Occupy, Herr Blesing, Sie waren sogar schon mal da, nicht? Bei uns haben Sie inzwischen in Berlin ein Gelände, sinnigerweise besetzt, das im Eigentum des Bundes ist, nicht? Also haben wir auch noch eine besondere Regel, aber meine Damen und Herren, von allem abgesehen, es wird sich niemand in diesem Raum darüber täuschen, dass diese Bewegung am Anfang ist und nicht am Ende. Und dass sie die grundsätzliche Legitimation marktwirtschaftlicher Ordnungen und wahrscheinlich auch demokratischer Ordnungen in Frage stellen wird. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, überzeugende Antworten zu geben, um genau diese empfundenen Legitimationsdefizite auch ein Stück weit zu bekämpfen. So, die eine Seite ist, dass wir im Bereich der Regulierung, im regulatorischen Bereich, ich will noch ein paar Bemerkungen dazu machen, weil es weitgehend Eulen nach Athen getragen ist in dieser Veranstaltung, entschieden den Weg vorangehen müssen. Wir haben eine Menge erreicht. Das wird öffentlich weniger verstanden als es und wahrgenommen, als es in Wahrheit ist. Wir haben auch beim letzten G20
Gipfeltreffen in Cannes, obwohl das so sehr im Fokus von griechischen Referenten oder Nicht-Referenten gestanden hat, ja doch mit der Verständigung auf die globalen Ziele einen wichtigen Schritt getan. Wir haben mit der Eröffnung, dass wir jetzt in die nächste Etappe die Regulierung des Schattenbankensektors auf den Weg bringen, im FSB und dann im G20-Prozess einen wichtigen Schritt gemacht. Es bleibt die grundsätzliche Aufgabe, dass wir, ich zitiere immer Walter Eucken, weil ich aus Freiburg stamme, der Abbau der Haftungsbeschränkungen ist ein konstitutives Prinzip für funktionierende Wirtschaftsordnungen, damit die Kontrollfunktionen des Marktes zur Geltung kommen können. Und dazu muss der Zusammenhang von Risiko und Haftung auf den Kapital- und Finanzmärkten wieder gestärkt werden. Da ist ein Stück verloren gegangen. Wir haben einiges davon mit den Maßnahmen seit 2008 schon zurückgebracht, von den Anreizsystemen, von den Anreizen und Fehlanreizen in den Vergütungssystemen, über die Frage der Kapitalunterlegung und vielem anderem mehr. Ich will darauf verweisen, wir werden jetzt uns vor allen Dingen auf die Umsetzung der Regulierung für die innovativen Produkte, wo wir im europäischen Bereich ein ganzes Stück weit schon unterwegs sind, weiter vorangehen müssen. Ich füge auch hinzu, es ist ganz wichtig, dass wir das Momentum aus den Krisen, aus den Erfahrungen zu lernen, nicht verlieren, dass wir nicht davon nachlassen, weil uns ja die Erfahrungen seit 2010 auch zeigt, wir sind nicht, oder seit Ende 2009, wir sind nicht nach der Krise, sondern wir sind mittendrin und wir sind im Gegenteil eher in einer Phase, wo es jetzt darauf ankommt. Allzu viele Möglichkeiten haben wir nicht, insbesondere auch in der Eurozone, um die Probleme so zu lösen, dass wir schneller vorankommen. Wir brauchen eine Phase des Deleveragings der Geschäftsmodelle oder, wenn Sie wollen, eine Art Entziehungskur im regulatorischen Bereich. Und meine Damen und Herren, weil dies so ist, will ich die Bemerkung auch hinzufügen, dass wir über den regulatorischen Bereich, also das will ich jetzt, damit wir mehr Zeit für die Diskussion haben, gar nicht im Einzelnen aufführen, weil Sie das alles kennen, dass wir auch mit der Finanztransaktionssteuer ein Instrument haben, für ein Instrument eintreten, wo wir glauben, dass wir den Zusammenhang zwischen dem Herdentrieb in den Finanzmärkten und dem regulatorischen Bereich stärker herstellen müssen. Und deswegen glaube ich, dass ein Instrument wie die Finanztransaktionssteuer geeignet sein kann, dass wir übertriebene Entwicklungen in den Austauschprozessen auf den Finanzmärkten ein Stück weit verlangsamen. Ich weiß, dass die Frage um die Finanztransaktionssteuer sie ist manchmal ermüdend, weil die meisten Akteure sagen, ja, wenn wir sie weltweit einführen, können wir sie machen. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir uns darauf konzentrieren, die Regelungen erst einzuführen, wenn wir sie weltweit einführen können, dann werden wir es nicht schaffen, die notwendigen Konsequenzen aus der Krise in angemessener Zeit zu ziehen. Dann werden wir den Wettlauf gegen die Zeit verlieren und deswegen muss man gelegentlich damit anfangen. Ich bin unter meinen Kollegen sehr gescholten worden im vergangenen Jahr, als Deutschland in einem Alleingang den Spielraum, den wir für nationale Gesetzgebung in der Europäischen Union noch hatten, beim Verbot bestimmter ungedeckter Leerverkäufe ausgeschöpft haben, in einem nationalen Alleingang. Diejenigen, die uns für den Alleingang im vergangenen Jahr kritisiert haben, haben in diesem Jahr denselben Schritt ergriffen. Als wir das Bankenrestrukturierungsgesetz im vergangenen Jahr eingeführt haben, sind wir auch damals sehr kritisiert worden, dass wir nicht eine europäische Regelung abwarten. Und meine Entscheidung war gewesen, um die europäische Regelung zustande zu bringen, damit es auch ein bisschen schneller geht, weil wir in einem Wettlauf mit der Zeit aus den genannten Gründen sind, habe ich gesagt, wir gehen mit einer nationalen Regelung voran. Wir werden sie anpassen, sobald wir eine europäische Regelung, die wir wollen, zustande gebracht haben. Aber wir werden eben nicht erlauben,
dass der Letzte, der Langsamste, das Tempo des Geleitzugs in jedem Fall bestimmt, weil wir sonst diesen Wettlauf nicht gewinnen können. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich den Stand der Bemühungen in der europäischen Rechtsetzung zur Bankenrestrukturierung jetzt anschauen, dann sehen Sie, dass die deutsche Gesetzgebung nicht etwa eine europäische Regelung behindert, sondern geradezu Vorbild ist und Pilotfunktion für eine europäische Regelung gewesen ist. Wir müssen in diesen Fragen ein Stück weit ein Abwägen zwischen dem Prinzip, dass es natürlich richtig ist, dass wir nicht in Alleingängen Regelungen machen können, die dann die Wettbewerbssituation beschädigen oder die dazu führen, dass sich die Geschäftsvolumina auf Dauer aus anderen Räumen verlagern. Aber ich sage es gerade auch in Frankfurt, ich weiß, an welchem Ort ich bin, Frau Oberbürgermeisterin. Wenn wir eine Chance haben wollen, die Finanztransaktionssteuer zustande zu bringen, dann werden wir sie notfalls auch, wenn wir sie anders nicht zustande bringen, am liebsten in G20. Wenn das nicht, dann in der Europäischen Union. Wenn das nicht, werde ich auch dafür eintreten, dass wir in der Eurozone anfangen. Die Wette halte ich, dass wir sie schneller auch über die Eurozone hinausbringen, als wenn wir sagen, wir warten, bis sie weltweit eingeführt ist, dann wird sie nämlich in meiner Lebenszeit nicht mehr kommen. Und da ich es gerne noch erleben möchte, werden wir mit großem Nachdruck, wir haben uns in der letzten ECOFIN-Treffen, nachdem die Kommission endlich einen Richtlinienvorschlag vorgelegt hat, darauf verständigt, dass wir früh eine politische Vorentscheidung anstreben, um festzustellen, gibt es eine Chance in einer absehbaren Zeit, sie zustande zu bringen oder gibt sie es nicht. Und dann werden wir die zweite Debatte auch zu führen haben. Und damit will ich zu dem anderen Themenbereich ein paar Bemerkungen machen. Wir sind nach wie vor in der Eurozone, in der Europäischen Union, in einer außergewöhnlich schwierigen Situation, das weiß jeder. Und das weiß auch der deutsche Finanzminister. Und meine Damen und Herren, um es sehr direkt zu sagen, wir bleiben dabei, die Probleme nur dadurch lösen zu wollen, dass wir nicht die Ursachen verschärfen, die zu den Problemen geführt haben. Und weil dies so ist, ist der Instrumentenkatalog für die Lösung der europäischen Probleme, die wir im Augenblick auf den Finanzmärkten haben, ein Stück begrenzter, als manche glauben. So wie wir auf die Funktion globaler, leistungsfähiger Finanzmärkte nicht verzichten können, dürfen wir natürlich auch auf die Anreizwirkung von Zinsen nicht verzichten, weil sie Staaten, Parlamente, Regierungen zwingen, die notwendigen Entscheidungen zu treffen oder jedenfalls es ihnen schwerer machen, auf Dauer falsche Entscheidungen zu treffen. Den Satz unterschreiben Sie alle. Aber wenn wir dann sagen, dass wir eben deswegen, solange wir keine anderen Strukturen in der Europäischen Währungsunion haben, nicht das Risiko für Anleihen vergemeinschaften können, weil wir damit die Anreizwirkung des Zinsmechanismus in dieser Europäischen Währungsunion beseitigen, dann stößt es schon auf sehr viel Widerspruch. Und deswegen ist es gelegentlich wichtig, dass den Ökonomen durch Lawyers gesagt wird, was die Konsequenz von bestimmten Entscheidungen ist. Wir haben eine Europäische Währungsunion gegründet, das haben viele jenseits außerhalb Europas nicht verstehen wollen, dass es funktionieren könne. Und im Augenblick steht es in der Frage, ob es funktionieren kann. Das ist die entscheidende Bewährungsprobe. Indem wir die Währung vergemeinschaftet haben, ohne dass die Finanzpolitik vergemeinschaftet worden ist, die bleibt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und das Budgetrecht jedes Parlaments ist ja insbesondere auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für die deutschen Konferenzteilnehmer ist das hinreichend bekannt, mit einer besonders hohen Bedeutung wieder und wieder in das Gedächtnis aller Handelnden und auch der Öffentlichkeit zurückgeführt worden. Das ist auch richtig. Wenn man eine gemeinsame Währung hat, ohne eine gemeinsame Finanz- und Budgetpolitik, dann hat man bestimmte Probleme.
Und das ist, warum von Anfang an bezweifelt wurde, ob die europäische Währung funktionieren könne. Und das ist, was derzeit getestet wird. Wir haben versucht, dieses Problem mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt von Anfang an zu lösen. Aber der Stabilitäts- und Wachstumspakt hatte vielleicht nicht genügend Zähne, um durchgesetzt zu werden. Im Übrigen, die Deutschen müssen niemand kritisieren. Kein anderes Euroland, dass man sich nicht an die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts gehalten hat. Denn der erste massive Verstoß gegen die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts waren Deutschland und Frankreich. Das ist nicht schön, dass wir das sagen müssen, aber im Jahre 2004 haben Deutschland und Frankreich den Eindruck erweckt, als würden sie Regeln, die für kleinere Mitgliedsländer gelten, auf große nicht so angewendet sehen. Und der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat nicht vorausgesehen, die Beschleunigung in der Ansteckungsgefahr der Finanzmärkte, die auch mit der Vernetzung der Finanzmärkte, mit den neuen Instrumenten, es hat sich seit den 90er Jahren dramatisch verändert und im Übrigen auch mit den Kommunikationstechnologien entwickelt hat. Und deswegen, wenn wir bei der Struktur dieser Währungsunion, und ich glaube übrigens, dass diese Form der europäischen Einigung, wenn Sie mir die Bemerkung, die nicht unmittelbar in dem Vordergrund Ihres Interesses steht, erlauben, eine modernere ist als vieles, was uns von unseren Kritikern, dass das alles nicht funktionieren könne, entgegengehalten wird. Die Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das wusste übrigens das Grundgesetz, da steht schon in der Präambel 1949 das Ziel, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen. Und der Grundgedanke ist neben aller, es war gar nicht so europaselig oder romantisch oder sonst was, sondern die klare Einsicht, dass jedenfalls in Europa, das mag in anderen Kontinenten anders sein, in Europa die Nationalstaaten, alle, die kleinen, Luxemburg, aber auch die relativ großen wie Deutschland, nicht in der Lage sind, alle die Probleme noch zu lösen, in souveräner Entscheidung, die in der globalen Welt, und das gilt im 21. Jahrhundert viel mehr als in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und deswegen ist der Versuch in der europäischen Einigung, eine neue Form von Governance zu schaffen, wo eben es nicht eine Ebene, die für alles zuständig ist und die dann im Zweifel durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt, nach meiner festen Überzeugung für das 21. Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisenderer Ansatz als der Rückfall in die Regelungsmonopolstellung des klassischen Nationalstaates vergangener Jahrhunderte. Und dem entspricht die Eurozone. Aber natürlich müssen wir das auf den Finanzmärkten überzeugend darstellen. Und wenn wir nun dabei bleiben, dass wir Strukturen brauchen, um Haftungsrisiken zu vergemeinschaften, das setzt dann voraus, dass man bei Verletzungen gegen gemeinsame Regeln auch entsprechend durchgreifen kann, was der Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht konnte. Dann bleibt als zweite Lösung das, was uns viele sagen, ja, das müsse man halt machen oder es sei unvermeidlich oder es komme dann doch, auch wenn man es schwört, man mache es nicht, dass am Ende die Notenbank die Aufgabe übernimmt. Aber damit Sie mich richtig verstanden haben, ich habe nicht ohne eine Absicht aus den heutigen Zeitungen die 15 Billionen amerikanischer Staatsverschuldung erzählt. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass jedenfalls für Europa das Modell, die Stabilität der Finanzmärkte am Ende oder das Vertrauen der Finanzmärkte am Ende dadurch zu gewinnen, dass man sagt, naja gut, wenn alles nichts hilft, ist eben am Ende die Notenbank die letzte Instanz mit der ultimativen Feuerkraft, mit den nuklearen Abschreckungen und was alles die schönen Begriffe sind. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt,
dass wenn wir das machen würden, ich sage Ihnen, wir werden es nicht machen, steht auch in den Verträgen, aus europäischen Verträgen ausdrücklich anders drin, es gibt da gar keinen Druck, weil es ist in den Verträgen so geregelt, kann jeder nachlesen. Ich bin aber davon überzeugt, wenn wir es machen würden, wäre die Konsequenz, dass vielleicht ein paar Monate eine gewisse Ruhe eintreten würde. Und dann würden die Finanzmärkte davon ausgehen, dass der Euro nicht eine stabile Währung bleibt. Und ob die Finanzmärkte dann glauben würden, dass das gar nicht so schlimm ist, ob sie uns so behandeln würden, wie sie die Vereinigten Staaten von Amerika und den Dollar behandeln und einschätzen, daran habe ich meine Zweifel. Und deswegen, meine Damen und Herren, glaube ich nicht, dass es die richtige Lösung ist. Und wenn dies nicht ist, dann bleibt nur die Lösung, dass wir den Weg gehen, die Strukturen einer Fiskalunion, soweit wir sie brauchen, um die Inkongruenz zwischen Geldpolitik und Finanzpolitik ertragbar zu halten und das Vertrauen der Finanzmärkte zu machen, jetzt zu schaffen. Und meine Damen und Herren, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das gelingen kann. Viele sagen ja, oh, Vertragsänderungen, wie das alles schwierig ist und so. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass ich ziemlich überzeugt bin, dass wir in einer Zeit von weniger als 24 Monaten in der Lage sind und in der Lage sein werden, das europäische Regelwerk so zu verändern. Wir brauchen nur das Protokoll Nummer 14, wer es nachlesen möchte, im Allgemeinen im Lissabon-Vertrag, so aufzubauen, dass wir daraus die Grundzüge einer Fiskalunion für die Eurozone schaffen. Daran werden uns Länder, die Mitglieder der Europäischen Union, aber noch nicht Mitglieder der Eurozone sind oder vielleicht nie Mitglieder der Eurozone werden wollen, jedenfalls nach ihren heutigen Vorstellungen auch nicht hindern, weil sie uns ja auffordern, der Eurozone die entsprechenden Strukturen zu geben. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir dies zustande bringen können. Und wenn wir in einer Art Fiskalunion die Regeln des Stabilitätspakts für die Begrenzung von Neuverschuldung, Rückführung der Staatsverschuldung und bestimmte Regeln zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, weil natürlich eine gemeinsame Währung die Wettbewerbsfähigkeit aller beteiligten Volkswirtschaften unter einen ganz anderen Druck stellt, als man sich das vielleicht bei der Anfang oder beim Bewerben um die Mitgliedschaft in der Währungsunion vorgestellt hat. Wenn wir das entsprechend verbindlich und durch europäische Institute, also die Kommission, durchsetzbar machen, dann, meine Damen und Herren, werden wir die Finanzmärkte überzeugen, dass diese Europäische Währungsunion eine stabile sein wird und dass Investitionen in den Euroraum auch in der Zukunft für Investoren aus aller Welt zu vernünftigen Zinsen mit angemessener Sicherheit und angemessenem Vertrauen möglich sein werden. Wir müssen diese Lücke jetzt schließen und wir können sie schließen und wir werden sie schließen. Es geht um begrenzte Regeln und wer uns da sagt, das wird dann gelegentlich auch insbesondere von Nichtjuristen gesagt, ja, da gäbe es ja dann Probleme mit dem Verfassungsrecht und mit der Zuständigkeit und ob der nationale Souveränität, meine Damen und Herren, es ist nicht so. In den europäischen Verträgen ist völlig unbestritten geregelt, dass die Wettbewerbsordnung für den gemeinsamen Binnenmarkt durch die Europäische Kommission überwacht wird und wer dagegen verstößt, bekommt Beihilfeverfahren. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe einige, zum Beispiel wegen Landesbanken, die sind nicht angenehm. Und da gibt's gar keinen Spielraum. Europäisches Recht wird durchgesetzt. Wir sind eine Rechtsgemeinschaft in Europa. Und niemand ist auf die Idee gekommen, das bisher als insofern eine Verletzung der verbleibenden nationalen Souveränität anzusehen. Und so wie wir das europäische Recht als ein in allen Mitgliedstaaten geltendes und durchsetzbares Recht haben, so können wir natürlich auch für die Währungsunion die Regeln des Stabilitätspaktes, um es mal vereinfacht zu sagen, als verbindliches Recht für die Mitgliedstaaten durchsetzen. Das ersetzt das Haushaltsrecht der Parlamente, der Mitgliedstaaten nicht im geringsten. Denn die Parlamente müssen nur den Haushalt in dem Rahmen setzen. Wäre es anders, dann wäre die Schuldenbremse des Grundgesetzes übrigens auch ein Verstoß gegen das Budgetrecht des Deutschen Bundestags. Und auf die Idee ist auch niemand gekommen. Also wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Das Grundgesetz und die europäischen Verträge bieten uns den rechtlichen Gestaltungsrahmen, um jetzt eine Fiskalunion zu schaffen,
Fiskalunion ist ein Arbeitsbegriff, um klarzumachen, wir schaffen verbindliche Möglichkeiten, um die Einhaltung der Regeln, der vereinbarten Regeln für Defizitbegrenzung, Haushaltsspielräume, Wettbewerbsfähigkeit in der gemeinsamen Währung zu schaffen. Und wir schaffen damit das notwendige Vertrauen, dass diese Eurozone und diese europäische Währung eine stabile sein wird. Ich glaube, dass es geht. Ich bin davon überzeugt und wir arbeiten dafür. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses zustande bringen werden. Ich füge in diesem Zusammenhang die Bemerkung hinzu, weil es auch darüber viele Debatten gibt und manche sagen ja, das Elend habe angefangen, als wir in Europa gesagt hätten, naja, in dem ganz unwahrscheinlichen Fall einer Schuldenrestrukturierung müsse dann auch eine Beteiligung der Privatgläubiger vorgesehen werden. Nun ist es völlig klar, darüber muss man auch nicht lange reden, die Situation in Griechenland ist eine völlig einzigartige, Gott sei Dank, und sie ist doch einzigartig und bei allen Ansteckungsgefahren sind die realen ökonomischen Daten in keinem anderen europäischen Land auch nur im Entferntesten vergleichbar mit der Situation in Griechenland. Und deswegen hat ja auch der Europäische Rat bei seinem Treffen am 21. Juli klar formuliert, oder die Staats- und Regierungschefs der Eurozone, dass der Fall Griechenland ein völlig einmaliger ist, auch in der Frage einer Gläubigerbeteiligung. Das gilt. Aber das ist natürlich nicht in einem Widerspruch dazu, dass wenn wir einen dauerhaften europäischen Stabilisierungsmechanismus, ESM, ab 2013 haben, so wie es im Vertrag ja schon einmal vereinbart ist, und dass wir ab 2013 alle Anleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone mit Collective Action Clauses versehen, die eben entsprechend dem, was die Finanzmärkte in London wie in New York ja kennen, entsprechende Verfahren der Gläubigerentscheidung, auch Mehrheitsentscheidungen vorsehen, dass wir dann für die Zukunft das nicht aufgeben werden. Und meine Damen und Herren, bei dieser Betrachtung muss man dann wiederum sich darüber im Klaren sein, wir sind nicht vergleichbar, Deutschland nicht und Griechenland nicht, mit einem Land, das eine eigene Währung hat. In Fragen der Geldpolitik haben die Mitgliedsländer der Eurozone keine Souveränität. Und dies bedingt andere Regeln für die Frage, wie wird mit der Durchsetzung von fiskalpolitischen Regeln, das ist die Finanzunion oder Fiskalunion, und es bedingt auf der anderen Seite andere Regeln in der Vorhersehbarkeit, wenn es dazu kommen sollte, dann werden wir in einer solchen Fiskalunion natürlich auch Regelungen haben, die eben es durchsetzen, die eine gemeinsame, die Formen von gemeinsamen Eintreten für die gemeinsame Währung mit der Verantwortung der Teilstaaten, der Teilglieder dieser gemeinsamen Währung verbinden werden. Also bitte verwechseln Sie nicht. Es ist völlig klar, und da gibt es auch wieder in den Finanzmärkten viel Missverständnisse und Verunsicherung. Solange wir keine Collective Action Clauses in den Anleiheverträgen haben, also for the time being, ist Griechenland ein einmaliger Fall und es wird keinen anderen Fall geben. Aber für die Zukunft planen wir bei einer neuen Ordnung zusammen mit einer Fiskalunion eine Regelung an, wie wir sie im ESM-Vertrag geplant haben und da werden wir dann auch die entsprechenden Klauseln in künftig zu begebende Anleihen geben. Ich glaube, es gibt in den Finanzmärkten eine Menge von Unsicherheit und Missverständnis über diese Fragen. Deswegen lag mir daran, dies in deutscher Sprache mit hinreichender Klarheit und mit wenig ökonomischem einerseits, andererseits, sondern mit sehr viel juristischer Stringenz Ihnen vorzutragen. Und meine Damen und Herren, meine letzte Bemerkung auch, weil ich angefangen habe mit dem Hinweis, wie die Öffentlichkeit sieht. Wenn es uns nicht gelingt, und ich halte überhaupt nichts von der gegenseitigen Schuldzuweisung. Herr Blessing, den ich gerade vor mir im Angesicht sehe, hat kürzlich in einem Interview gesagt, wir könnten noch es würde nicht sehr viel Sinn machen, darüber zu diskutieren, ob jetzt die Staaten schuld sind, weil sie zu viel Schulden aufgenommen haben oder dass sie den Banken vorwerfen, sie hätten den Staaten zu viel Kredit gegeben. Wir müssen das Problem lösen. Wir sitzen in einem Boot, wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Freiheitliche Demokratien, um die geht es nämlich auch, es geht gar nicht nur um
marktwirtschaftliche Ordnung und um Finanzmärkte. Leben von einer gemeinsamen Verantwortung von Eliten und Funktionsträgern in Politik wie in Finanzmärkten und Wirtschaft. Deswegen halte ich nichts von Schuldzuweisungen, sondern ich halte viel davon, dass jeder an seinem Platz seine Verantwortung übernimmt. Aber meine Damen und Herren, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wenn es uns nicht besser gelingt, als in den letzten Jahren die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Finanzmärkte und Finanzinstitutionen eine dienende Funktion haben für die Realwirtschaft. Das ist verloren gegangen. Dass Märkte Regeln und Grenzen brauchen, weil sie sich durch Übertreibungen selbst zerstören. Und das haben die Finanzmärkte besser bewiesen als andere. Das gilt auch für andere Freiheitsordnungen. Wir werden es übrigens mit der Informationsfreiheit, wenn Sie sich anschauen, was in Chatrooms und in den sozialen Gemeinschaften sich abspielt, auch erleben. Jede freiheitliche Ordnung unter Menschen ist in der Gefahr, durch Übertreibungen sich selber zu zerstören. Wenn wir alles regulieren, dann machen wir durch Regulierung alles kaputt. Je besser wir also durch wertegebundenes Verhalten oder ethisches Verhalten nicht alles nur durch Regulierung schaffen und durch Aufsicht, umso mehr. Deswegen wollte ich an Sie appellieren, aber glauben Sie, ich bin der Überzeugung, es steht die Nachhaltigkeit unserer Wirtschaftsordnung so sehr auf dem Spiel wie die Nachhaltigkeit unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Manchmal habe ich den Eindruck, das sage ich zu meinen Kollegen gelegentlich, die müssen sich ja auch diese eher altersbedingten grundsätzlichen Überlegungen anhören. Vielleicht, wir haben ja nicht nur eine Vertrauenskrise in den Euro, die haben wir, das weiß ich. Die habe ich versucht gerade jetzt zu beenden, ich hoffe, es wirkt. Sondern täuschen Sie sich nicht, wir haben eine Vertrauenskrise genauso in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die ist nur im Augenblick nicht so sehr im Fokus. Sobald wir die Euro-Krise gelöst haben, also jetzt nach dieser Rede, werden die Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel stärker im Fokus der Nervosität der Finanzmärkte sein. Die würde ich halten. Und weil dies so ist, ist es möglicherweise so, dass das Vertrauen, dass Finanzinvestoren zunehmend fragen, ob denn unsere Form der westlich geprägten freiheitlichen Demokratie in der Lage sei, die notwendigen Entscheidungen in der angemessenen Schnelligkeit zustande zu bringen. Die Antwort will ich den Finanzinvestoren geben. Es geht in den Demokratien Gründlichkeit vor Schnelligkeit und Sorgfalt vor Schnelligkeit. Es geht in den Demokratien auch nicht darum, staatliche Machtausübung möglichst effizient zu machen. Man landet im Totalitarismus. Die Rahmenbedingungen für Investoren waren aber immer in freiheitlichen Ordnungen dauerhaft besser als unter totalitären Systemen. Deswegen, wir werden in den freiheitlichen Demokratien uns anzustrengen haben, die notwendigen Entscheidungen zustande zu bringen. Aber wir sollten alle, die an marktwirtschaftlichen Ordnungen interessiert sind, ermutigen, ihr Vertrauen auf freiheitliche Demokratien zu setzen und nicht zu sagen, andere Formen von gelenkten Wirtschaften wären möglicherweise effizienter. Das wäre ein historischer Irrtum. Unsere Verantwortung ist die Überlegenheit unseres Systems, mit dem wir große Erfolge erzielt haben, wirtschaftlich, sozial und politisch, auch in der Zukunft zu beweisen. Und dazu wollte ich gerne Ihr Mittun heute erbitten. Herzlichen Dank. Herr Minister, zuerst ganz, ganz herzlichen Dank. Ich will da sehr kurz bleiben. Sie lieben Schmäh sowieso nicht, wie ich weiß. Aber es war eine ganz hervorragende Einführung in das Thema Europas für uns alle. Und ich kann nur sagen, als Ökonom, was Sie uns mit juristischer Klarheit gesagt haben über die Collective Action Clauses und dass, solange wir keine CACs eben haben,
Griechenland ein Einzelfall bleibt und eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, das sollte eigentlich für die Finanzmärkte eine ganz, ganz wichtige Botschaft sein. Nun, Herr Minister, ist bereit, wir haben nicht wahnsinnig viel Zeit, einige Fragen zu beantworten. Wer möchte beginnen? Bitte. Could we have a micro here? Thank you. This is Luigi Buttiglione from Brevan Howard Asset Management. I think you made a very important point concerning democracy. And talking about financial markets, where I currently work now, I mean, this is an aspect that we put a lot of attention to when assessing where Europe is heading to. And as you know, there was a questioning about the lack of democracy of this European Euro process so far. In the end, if we go backward, we only see there was only one referendum back in 1992, and it was in France. And as we know, I mean, it passed only with 1% of a majority, and basically thanks to the colonies, so the territories which were not mainland. So in other main countries like France, like Italy or Germany, these referendums were not held. And it was surprising because it is such an important topic. I was wondering whether in this call for a democratic response from Europe, coming on fiscal union and so on, are you willing to seek forward the consensus, a large consensus from the people on your proposals, which seems very reasonable, which may probably make this union more consistent? Are you going to move more in this direction, maybe to give an example to other countries to move in this direction? Thank you. Die Antwort ist demokratische Legitimation gibt es auf verschiedene Weise. Es gibt in unserer Nachbarschaft in der Schweiz ein Land, aber die Schweizer Eidgenossenschaft ist sehr spezifisch, die sehr stark, ja, weil sie sehr klein ist, weil sie ein hohes Verständnis der Bindung von Bürger und Eliten zu ihrem Staatsverständnis hat. Das war alles andere als skeptisch. Ich gehöre im Gegensatz zu manchen Amtsvorgängern, nicht zu denjenigen, die über kleinere Nachbarn in Europa schlecht reden. Das ist den Deutschen übrigens nie gut bekommen. Überhaupt nicht. Ich habe einen großen Respekt vor der Schweiz. Aber die Schweizer direkte Demokratie ist nicht auf Deutschland und auf andere europäische Staaten zu übertragen. Wir haben Demokratie, ja, ein bisschen von Westminster-Demokratie, ein bisschen von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe mich sehr mit der Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika beschäftigt. Und da ist das Prinzip der repräsentativen Demokratie. Und die repräsentative Demokratie ist nicht weniger demokratisch. Sie ist qualitativ nicht weniger demokratisch als die plebiszitäre. Es gab zwei Referenden in Europa, in den Niederlanden und in Frankreich. Es gibt in Irland immer Referenden. Ich habe vorgestern dem britischen Premierminister gesagt, ihr macht es immer in der zweiten Runde. So haben sie sich für die Europameisterschaft in der zweiten Runde qualifiziert. Und bei den Referenden haben sie auch immer zwei gebraucht. Das ist in Ordnung. Aber die Entscheidung für Europa, das wollte ich Ihnen mit großem Nachdruck sagen, ist in allen europäischen Staaten von einer völlig unbestreitbaren demokratischen Qualität. Ob sie nun durch Referenden oder durch parlamentarische Entscheidungen erfolgt, ist eine Sache jedes Mitgliedstaates. Ich persönlich bin ein Anhänger der repräsentativen Demokratie. Meine Überzeugung ist, dass mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Informationen und der daraus entstehenden zunehmenden Orientierungslosigkeit, das ist ein anderes Thema, die repräsentative Demokratie noch wichtiger wird. Deswegen bin ich froh, dass meine Partei in dieser Woche die Forderung beschlossen hat, das ist noch nicht in Europa durchgesetzt, das werden wir auch nicht in 24 Monaten haben, dass wir auch europäische Institutionen in allgemeinen Wahlen in Europa wählen. Das wird die Kommunikation, die Öffentlichkeit in Europa dramatisch verändern. Also, wir brauchen kein Referendum für demokratische Legitimation. Danke. Nächste Frage. Weiterhin. Name der Schäuble. Sie haben vorhin schon kurz die Souveränität angesprochen und ich hätte die Frage, wie Sie denn zu dem relativ undemokratischen Ermächtigungen des ESM stehen. Was ist am ESM Ermächtigung?
Na, wir haben da ja beispielsweise einen nicht demokratisch gewählten Rat. Die können bestimmen, wie hoch das Ganze im Endeffekt ausgeschüttet wird, können es erhöhen. Dann muss die Zahlung binnen 7 Tagen durchgeführt werden. Nur so als Beispiel. Also erstens haben wir den ESM noch nicht, sondern wir sind noch in den Vertragsverhandlungen. Zweitens ist es eine soll es eine internationale Finanzinstitution werden, so ähnlich wie der IWF, also der Internationale Währungsfonds. Von dem sind Sie hoffentlich auch nicht der Meinung, dass der irgendwie undemokratisch ermächtigt sei, sondern da geben die Mitgliedstaaten ihre Anteile und dann wird nach bestimmten Regeln, die man sich durch Verträge, auch völkerrechtliche, gegeben hat, werden Entscheidungen getroffen. Das hat mit Ermächtigung nichts zu tun. Das Mandat für den ESM, der Auftrag für den ESM wird genau wie für die EFSF klar geregelt sein. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland klare Regelungen uns getroffen, dass die Entscheidungen, die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in diesen Gremien machen, unter welchen Voraussetzungen die einer vorherigen oder nachträglichen Zustimmung durch die demokratisch gewählten Körperschaften, also die Parlamente, brauchen. Mit Ermächtigung hat es gar nichts zu tun. Danke. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ganz hinten. Ne? Good afternoon, Mr. Schobel. My name is Ziad Al-Khalil from Lebanon. I come from a very conservative banking community. And I'm very glad that you are a lawyer, and I look forward to the day that prison wardens become ministers of finance also. The definition of efficient markets and arbitrage to me seems to be self-contradictory. The law must address conflict of interest and even white-collar crime, such as those that handled derivatives, that created CDOs that were sold by banks to their clients, whilst their trading desks were shorting them. Will Europe set the example for the world, and particularly the USA, so that we stop receiving these exported lethal derivatives? Ich habe nicht das Verständnis, dass die Deutschen in Europa ihre Nachbarn belehren müssen, und ich habe schon gar nicht das Verständnis, dass die Europäer die Amerikaner belehren müssen. Sondern ich habe gerade gesagt, wir haben in Deutschland viel von Amerika gelernt, auch von der amerikanischen Verfassung und Verfassungsgeschichte. Ich trete dafür ein, und das tun wir aber global, und wir sind da auch ein ganzes